Heute klären wir die Frage, stellst du die Frau auf ein Podest? Ist die Frau dir wichtiger oder sind Frauen generell dir wichtiger, als sie dir sein sollten? Und was hat das für eine Auswirkung auf deinen Erfolg mit Frauen? Schön, dass du wieder da bist zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Ein Thema, auf das ich kam, nachdem ich gestern mit einem Freund über Frauen geredet habe. Das ist sowieso eine von diesen Inspirationsquellen, ob ich jetzt mit meinen Coaching-Teilnehmern rede, mit Freunden von mir oder halt selbst auch Situationen mit Frauen habe. Und er hatte von einer Situation erzählt, wo er eine Frau hatte, die hat ihm gefallen. Und dann hat er sich mit der getroffen und wollte sie relativ schnell wieder treffen. Hat dann aber nicht ihr geschrieben, dass er sie wiedersehen will, weil er das Gefühl hatte, würde er sie jetzt schon schreiben, dann wäre es zu früh, dann wäre es zu bedürftig, dann wäre er selbst zu needy. Und dann hat er es eben nicht geschrieben. Und was in diesem Moment passiert und was bei ganz, ganz vielen Männern passiert, und das möchte ich einmal klar machen, das ist ganz wichtig zu verstehen, was passiert ist, dass du sagst, hey, meine eigenen Bedürfnisse, das, was ich brauche, das ist weniger wert oder vielleicht auch nicht okay und ich muss das hinter die Bedürfnisse der Frau zurückstellen. Ich stelle das jetzt hinter diese Frau zurück. Ja, die Männer machen sich immer Sorgen, dass sie needy oder bedürftig sind, wenn sie ihre Bedürfnisse ausdrücken. Aber du bist nicht needy, wenn du dein Bedürfnis ausdrückst, sondern du bist dann needy, wenn du deine Bedürfnisse hinten anstellst, um es einer Frau recht zu machen. Nochmal, du bist dann needy, das ist die Definition von needy, wenn du deine Bedürfnisse, das, was du möchtest, brauchst, willst, hinten anstellst, um es der Frau recht zu machen. Das ist needy. Das heißt, wenn du zu einer Frau sagst, hey, du gefällst mir, das war ein tolles Treffen, ich würde dich gerne morgen wiedersehen, denken manche Männer wirklich, okay, das ist needy, weil ich sie wiedersehen will, weil ich ihr schnell wieder geschrieben habe. Ja, weil ich ihr letztes Mal schon geschrieben habe und nicht sie mir geschrieben hat. Deswegen ist es needy. Aber es ist überhaupt nicht needy, weil du in diesem Moment einfach dein Bedürfnis kommunizierst. Und was du hier im Subtext sagst, und das ist ganz wichtig zu verstehen, du sagst im Subtext, hey, hier ist das, was ich will, und ich bin absolut in Ordnung damit, wenn du deswegen mich nicht wiedersehen willst. Weil sonst würdest du es ja nicht sagen. Ne? Wenn du Angst hättest, dass die Frau dich nicht wiedersehen will, dann würdest du es nicht sagen. Du würdest dich zurückhalten, weil du sie nicht verlieren willst. Und hier denkst du dir, okay, das will ich. Hier ist es. Willst du es auch oder willst du es nicht? Na, ich habe gestern das Beispiel gebracht bei meinem Kumpel. Stell dir vor, du bist ein Bananenhändler und ich komme zu dir. Und ich sage zu dir, hey, ich will eine Banane für 100 Euro kaufen. Und du sagst zu mir, hey, ich verkaufe meine Bananen nur für 1000 Euro. Und dann sage ich, okay, werden wir uns einig oder nicht? Er sagt, 1000 Euro. Ich sage, gut, 100. Dann passt es nicht. Gehe ich zum nächsten Bananenhändler, der verkauft mir eine Banane für 100 und ich habe eine Banane. Also so simpel. Ich habe das Beispiel gewählt, weil du verstehen sollst, dass es wirklich simpel ist. Denn alles, was du tun musst, um nicht bedürftig zu sein, ist ganz klar zu kommunizieren, was du willst. Und dann zu schauen, will die andere Person das auch? Will sie auch die Banane für 100 Euro verkaufen oder will sie 1000 Euro für die Banane? Ne? Hast du eine Frau, die auch Bock hat, dich zu treffen? Oder eine Frau, die vielleicht das Date nicht so geil fand und weniger Bock hat und dann löst es sich auf? Ne? Vielleicht hast du ein großes Bedürfnis nach Nähe, nach Kuscheln, nach Sex und kommunizierst das. Und sie hat ein sehr geringes Bedürfnis nach Nähe, nach Kuscheln, nach Sex. Das kann man zwar miteinander vereinen, aber es kann auch einfach sein, dass du zu dem nicht schlechten Schluss kommst. Das passt irgendwie nicht. Weil meine Bedürfnisse passen gar nicht zu ihren Bedürfnissen. Und das Problem ist, wenn du diese Sachen zurückhältst, wenn du deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst, dann A, findest du gar nicht die Frauen, die wirklich zu dir passen, die du wirklich brauchst, sag ich mal, in Anführungszeichen brauchst, die du denkst, dass du sie brauchst. Du findest diese Frauen nicht, aber die Frauen verlieren auch den Respekt vor dir. Zweitens, die Frauen verlieren auch den Respekt vor dir, weil sie halt einfach merken, okay, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigene Meinung, seine eigene Wahrheit, wie David Dedder das auch wunderschön in The Way of the Superior Man sagt, stellt er hinter meine an. Und so kann sie dir natürlich nicht vertrauen, weil sie dann weiß, dass sie dich manipulieren und kontrollieren kann. Denn wie soll die Frau dich kontrollieren und manipulieren können, wenn du einfach sagst, das ist es, was ich will, wenn du es nicht willst, dann ist es auch okay. Dann gibt es nichts zu manipulieren, nichts zu kontrollieren. Und ich sage damit nicht, dass Frauen dich kontrollieren wollen oder manipulieren wollen, dass das alle Frauen machen, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn die Frau das Gefühl bekommt, sie kann das einfach mit dir machen, auch wenn sie es nicht machen will, dann ist das eine Sache, die dann tatsächlich dafür sorgt, dass Anziehung verloren geht. Das heißt, Anziehung geht nicht verloren, indem du dich cool zurückhältst und so tust, als hättest du keine Bedürfnisse, sondern Anziehung geht verloren, wenn du deine Bedürfnisse hinten anstellst. Und das machen ganz viele Nice Guys. Das ist übrigens die Definition von Nice Guy. Nice Guy ist nicht, du bist nett zu einer Frau, du kannst gern so nett zu den Leuten sein, wie du willst, solange du aber trotzdem, und da ist der Unterschied, solange du trotzdem bis zu einem gewissen Punkt nice bist, also nett bist zu Leuten, bis du dann sagst, hey, so geht es für mich nicht.
Meine Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt. Dein Verhalten geht überhaupt nicht klar. Auch solche Sachen der Frau zu sagen, dass ein gewisses Verhalten nicht klar geht. Das würde jemand, der taktisch denkt, einfach nicht machen. Das würde jemand, der bedürftig ist, nicht machen, weil er sich denken würde, scheiße, dann geht sie vielleicht. Dann schlucke ich es lieber runter. Aber jemand, der eben ja, seine eigenen Bedürfnisse vorne anstellt, der würde das ansprechen. Ne, und um das nochmal in diesen ganzen im Moment leben Rahmen einzubetten, wenn es dich natürlich in dem Moment nicht stört, dann musst du nicht so tun, als ob es dich stört. Ja, also bitte, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Manchmal hören Leute diese Sachen hier im Video, die ich sage, und denken, jetzt müssten sie die ganze Zeit einen auf, hey, das stört mich und das stört mich und das stört mich machen. Nein, nein. Guck halt, was dich tatsächlich stört, was dich tatsächlich berührt emotional. Du musst nicht so tun, als ob. Nur weil ein Freund dir sagt, was, sie ist zu spät gekommen, wieso bist du da nicht ausgerastet, das geht doch gar nicht, und du dir aber selbst denkst, hat mich so überhaupt nicht gestört, ja, dann ist doch alles in Ordnung, wenn es dich nicht stört. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Ne, hier siehst du es wieder, du sollst ein Gefühl für deine eigenen Bedürfnisse bekommen. Du sollst erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was willst du? Und das sollte viel wichtiger sein als die Frau. Du solltest immer bereit sein, eine Frau gehen zu lassen, eine Frau zu verlieren, egal welche Frau, wenn es darum geht, dass du stattdessen dich selbst sonst hinten anstellen musst. Ne? Und ich sage auch nicht, wenn du jetzt mit einer Frau in einer Beziehung bist, dass du immer musst deine Bedürfnisse durchgehen und es muss immer nach dir gehen. Das ist nicht die Aussage, okay? Aber, also da kann man sich natürlich auch einigen dann. Ist ja klar, du bist ja in einer Beziehung mit der Person. Ist ja klar, dass man nicht bei allen Sachen d'accord geht und bei allen Sachen auf der gleichen Wellenlänge ist, in den meisten Fällen. Aber es geht einfach darum, dass du sagst, hey, me first. Damit es dir einfach gut geht. Damit es dir auch auf Dauer gut geht, denn du kannst, also nichts schadet deinem Selbstbewusstsein mehr, als wenn du die Bedürfnisse anderer Leute vorne anstellst, weil du irgendwann mal in deiner Jugend, in deinem Aufwachsen gelernt hast, meine Bedürfnisse, wenn ich die äußere, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, Leute gehen da nicht so richtig drauf ein. Wenn du Leute in deinem Leben hast, die nicht auf deine Bedürfnisse eingehen oder die sich das vielleicht auch nicht mal anhören wollen oder die nicht bereit sind, mit dir über diese Dinge zu sprechen, dann sind es vielleicht Leute, die nicht in deinem Leben sein sollten, die dir nicht auf einem gesunden Weg gut tun. Ja, darüber mal nachdenken. Das gilt für Frauen, so wie das für Männer gilt. Und deswegen, es hat einen ganz schlimmen Einfluss auf deinen Erfolg mit Frauen, wenn du dich selbst hinten anstellst. Und beobachte dich mal. Denn ich habe das jetzt gesagt und vielleicht fragst du dich jetzt, wie das genau aussieht. Na, ich habe dir ein Beispiel gegeben, du hast irgendwie vielleicht eine Meinung oder willst irgendwas sagen, was dich stört, willst es ansprechen, hältst du dann aber zurück, weil du dir denkst, nein, sonst wirklich needy, sonst verliert sie die Anziehung. Aber beobachte dich mal selbst in deinem Alltagsleben. Guck mal und krieg mal ein Gefühl dafür, das ist ein Prozess, ja, das ist nicht so, du machst es einmal und dann kannst du es. Es ist ein Prozess, es dauert Zeit. Aber fang mal an, dich zu beobachten und guck mal, wo du Dinge nicht aussprichst, die du eigentlich aussprechen wollen würdest. Ne? Egal, ob es Kritik ist oder ein Bedürfnis. Und dann übe es einfach mal ganz aktiv, das doch auszusprechen. Das musst du nur tun, du musst es nur üben. Und was du feststellen wirst, und das ist das Interessante, was du feststellen wirst, ist, dass du dich mit Dauer immer besser fühlst. Du fühlst dich immer besser mit dir selbst. Es gibt nicht mehr diese Momente, wo du sauer auf dich selbst bist, weil du dir denkst, ach scheiße, wieso habe ich denn jetzt gerade nicht, wieso bin ich nicht für mich eingestanden? Oder wenn du es so nennen willst, wieso habe ich nicht meinen Mann gestanden? Das könnte man auch so bezeichnen, muss man mit so einem klassischen Begriff zu betiteln. Krieg ein Gefühl dafür, setz dich für dich selbst ein und dann beobachte mal, was mit deinem Erfolg mit Frauen passiert. Ich kann dir sagen, sehr, sehr gute Dinge. Du bist deutlich unabhängiger, du bist deutlich zufriedener erstmal mit dir selbst und brauchst dann die Frau auch viel weniger. Und kannst dann auch einfach Frauen, die dir nicht gut tun, zur Seite schieben, um die Frauen zu treffen, wo wirklich eine geile Sache entstehen kann, ob es jetzt reine sexuelle Sachen sind oder eine Beziehung. Ja? Das war das Thema, sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn du dazu Fragen hast und Anmerkungen, in die Kommentare. Hier kannst du den Channel abonnieren, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich fürs Coaching für die nächsten Plätze nächstes Jahr bewerben. Und hier geht es zu weiteren Videos für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt da vorbeischauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.